Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge sind wir in den Ratskeller eingebrochen und haben Herrn Capon Wein besorgt. Den habe ich ihm jetzt gerade gebracht und dann hatten wir ein kleines Besäufnis. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen aufgrund technischer Schwierigkeiten. Aber ja, wir haben ein bisschen was getrunken und jetzt möchte er, dass ich für seine zubadierne Blumen pflücke. Also die Nacht hat noch kein Ende und auch nicht meine Aufgaben. Und ich bin ziemlich betrunken, was man merkt, wie ich hin und her schwanke. Also man sieht es kaum jetzt, weil es so finster ist. Ich werde jetzt auch die Fackel verwenden. Und dann schaue ich kurz in mein Inventar. Was habe ich denn da? Distel. Das wollte sie aber nicht. Löwenzahn will sie. Den habe ich. Da habe ich schon einen. Löwenzahn. Und eine Mohnblume. Und... Ach, ich schaue einmal. Knöterich will sie. Das sind so Blumen, die sie mag. Wo ist ein Knöterich? Ich lasse mal das Pferd da. Also wir müssen jetzt in der Nacht Blumen pflücken gehen. Eine verrückte Mission. Camille. Weiß nicht, ob sie Camille auch will. Ich pflück mal Camille. Mal zur Sicherheit. Und dann Rosen. Und die sind in der oberen Burg. Ist das Knöterich? Ach, das wäre schön. Und irgendwo Knöterich wäre... Ach, das ist wieder Löwenzahn, aber da haben wir schon einen. Was ist das? Distel. Eine Distel will sie nicht, glaube ich. Holen wir mal die Rosen, den Rest können wir dann erledigen. Vielleicht schauen wir auch einfach in die Truhe von mir. Camille haben wir ja jetzt schon. Salbei. Auch nicht schaden. Was ist Knöterich? Na, Leute. Okay, vielleicht reite ich doch da nach oben. Zur oberen Burg, das ist nämlich recht weit. Wow. Ich hoffe, ich falle nicht vom Pferd. So betrunken wie ich bin. Oh, okay. Pferd, das war falsch. Ist das Knöterich? Ach, Löwenzahn. Hinten ist jetzt nicht weiter. Und wo ist die Musik? Ich bin betrunken. Ich möchte Musik. Bitte, schau, jetzt fangt sie an. Okay, da hinten irgendwo. Wird es wohl hier nach hinten gehen, oder? Weil da ist ja nichts. Ist da ein Durchgang? Sehen wir uns das mal genauer an. Ich glaube, das sollte man mit einem, selbst mit einem Gläschen Wein, sollte man das spielen, wenn man selbst ein Gläschen Wein getrunken hat. Ach ja, da ist eine Tür. Ist die offen? Jawohl. Dann würde das sicher mehr Spaß machen, wenn man selber betrunken wäre. Löwenzahn. Knöterich. Ist das Knöterich? Nö. Das? Ach, da ist eine Mohnblume. Die brauchen wir auch. Und... Oh, Rosen. Genau. Jawohl. Was willst du denn hier? Ich hätte gerne etwas Privatsphäre, wenn du erlaubst. Ich will zu meinem Mädel. Tja, wie du siehst, bin ich nicht dein oder jemand anderes mehr. Also verpiss dich. Was hast du mit meiner Clara vor, du Hund? Ach, hör auf, er badet hier nur. Baden, ja klar. Hier, wo alle Weiber außer dir Huren sind. Archi. Oder hurst du jetzt auch um? Es reicht jetzt, Archi. Archibald? Halt du dein Maul, wir sind noch nicht fertig. Ich schwöre dir, dieser Herr hat mich nicht Ja, das ist durchaus wahr. Nun, also größtenteils. Nein, nichts ist passiert, gar nicht. Darüber reden wir später.
Erstmal kümmere ich mich um diesen Bastard. Oh, das will ich sehen, Archibald. 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 Um Gottes Willen, hört auf, alle beide. Du Scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen kämpfen. Hey. Was zur Hölle machst du da? Ach, Kindchen, das ist bald vorbei. Heilige Maria, das war ich! Heinrich! Schlag! Scheißkerl! Trau dich doch! Nein! Du kriegst jetzt lauter Knie ins Gesicht. Was ist dein Scheißproblem? Willst du einen Adligen ertränken? Herr, ich wusste nicht. Geh mir aus den Augen. Na los, bevor mir wieder einfällt, dass ich dich hängen lassen könnte. Verzeihung, werter Herr. Es tut mir leid. Tut mir leid. Archie, warte! Archie! Archibald hätte mich fast ersoffen. Das war das unerholsamste Bad, das ich jemals hatte. Mist, ich fühle mich, als hätte ich die Ostsee ausgesoffen. Ach, der Alkohol bringt dir... Verdammt richtig. Haben wir noch Wein? Bist du völlig wahnsinnig? Du willst weiter trinken? Natürlich. Erzähl mir nicht, du möchtest nach all dem nicht auch einen Schluck. In einem Privatbereich. Okay. Hier wache ich also auf. Es ist morgen. Noch sauberer kann ich nicht werden. Was bedeutet denn das Symbol da oben? Münzen. Oh, das wollte ich nicht. Seht ihr das? Da oben sind Münzen, die ausgeleert werden. Ein seltsames Symbol. Was ist hier drin? Das Schwert des Heiligen. Ach so, das ist sicher alles vom Herrn Capron. Ja, das war mal eine Nacht, Leute. Wir haben Blumen gepflückt. Wir haben Archibald wieder das Leben gerettet. Wir haben selber nichts an. Also ziehen wir uns wieder was an. Und Schuhe brauchen wir auch noch. Wahrscheinlich, wo sind meine Schuhe? Hier sind sie ja. Mal das Questlog. Oh, okay. Schau nach Herrn Hans. Das ist also sogar. Das muss ich sogar jetzt machen. Schau ich mal nach Herrn Hans. Verstehe gar nicht, warum er da oben ist. Ach so, da ist er ja. Was macht er denn jetzt? Hat er auch nichts an. Ach so, ja, seine Kleidung ist noch in der Truhe. Das haben wir ja gesehen. Gott schütze dich, Heinrich. Wie geht's dir, Hans? Oh. Was wirst du mit ihm machen, Herr? Mit Archibald? Weiß nicht. Was meinst du, soll ich mit ihm tun? Hey, er hat jetzt die ganze Zeit gebadet und ist noch immer dreckig. Er war betrunken und krank vor Eifersucht. Gewiss tut es ihm leid, wenn er nüchtern ist. Er wollte einen Adligen töten. Das kann ich nicht dulden. Er wusste nicht, wer du bist. Wenn du ihn laufen lässt, zeigst du, dass du der bessere Mann bist. Du hast wohl recht. Scheiß auf ihn. Aber wir hatten eine Menge Spaß, was? Klar.
Na gut, diese Quest ist abgeschlossen. Das erhalten. Nackte Würfelei. Nochmal 25 Groschen. Sehr gut. Also es wird morgen. Wir haben eigentlich sonst nichts zu tun, außer die Hauptquest weiter zu verfolgen. Aber jetzt ist noch zu früh dafür. Und ich nehme mal an, ich sollte auch vielleicht etwas essen, oder? Wie sieht's aus? Ja. Sollte ich wohl tun. Edler Wein 7. Das sind 7 Kilo. Oder nein? Das ist nur Gesundheit. Also, Trockenobst. Noch getrocknete Pilze. Also dafür, dass ich das eigentlich immer sammle, habe ich recht wenig davon in meinem Inventar. Setzen wir uns mal hin. Und ich denke, wir nützen die Zeit, um ein Buch zu lesen. Der Traum des Alchemisten. Ruhe und Frieden daheim, genug Quecksilber und ein Überfluss an Blei, Zeit, Gold zu machen. Ah, lernen wir das mal. 5 Stunden brauchen wir dafür. Oh, dann ist ja schon später Vormittag. Was machst du hier? Was zur Hölle glaubst du, was du da tust? Du musst Leute verletzen. Wir dulden hier keine Schläge. Hast du das verstanden? Du hättest dir das 2-mal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld. Wahrscheinlich wegen gestern Abend oder so irgendwie. 200? Okay. Das reicht. Welches Spiel spielt? Okay. Na schön. Also gut. Sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. 200 Groschen, hä? Ihr sitzt im Dunkeln. Fackeln erhellen eure Stube. Eure Felder liegen. Mann. Naja, Hauptsache, sie lassen mich jetzt in Ruhe. Muss da weiterlesen. Jetzt muss ich, glaube ich, 12 lesen. Oh, das war sicher Herr Capo. Genau, Punkt 12 sind wir fertig mit dem Lesen. Grüß dich, Heinrich. Wunderbar. Und da ist Herr Capon. Cooles Schwert. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, ich bin's. Heinrich. Irgendwas wollte ich machen. Ach ja, ich wollte mal zum Schneider und alles mögliche reparieren lassen von mir. Gott segne dich. Aha, der ist zu reparieren. Dann reparieren wir einfach alles. Sehr gut. Und vielleicht hat er ein Set, Reparaturset. Dann könnte ich es selber probieren. Sieht nicht so aus. Er hat nur Kleidung. Der sollte sich auch mal was Neues anziehen. Seht euch das an. Aber ein Schneider mit einer Waffe. Ein wehrhafter Schneider. Gut. Wir werden jetzt die Hauptmission weitermachen und uns beim Herrn Ratzig melden. Da ist er zufällig, genau. Ich möchte ja nur mit dir sprechen hier. Da ist er ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Aber bitte.
Ich würde dir gern etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Was immer du befiehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Mhm. Hauptmann Bernhard, wo ist denn der? Ist er da, wo er immer ist? Jawohl. Und das? Oh, da ist der Kerker. Alles klar. Ja, dann machen wir uns doch sofort auf den Weg zu Hauptmann Bernhard. Das Pferd wird sich bedanken, wenn ich direkt neben seinem Ohr so laut pfeife. Leckt es ein bisschen. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen zu Hauptmann Bernhard. Und da kann es ruhig laggen. Sein mit dir. Ich brauche den Schlüssel. Den Schlüssel zu Jescheks Zelle, bitte. Also lässt Herr Ratzig ihm seinen Willen. Er hätte mich die Antworten aus ihm herausprügeln lassen sollen. Nimm's nicht persönlich. Vermutlich will er mich sprechen, weil er denkt, er kann mich täuschen. Aber da hat er sich geschnitten. Vermassel es bloß nicht. Hier ist der Schlüssel. Danke. Okay. Das hätten wir mal erledigt. Jetzt müssen wir hier das Gefängnis finden. Also Burak ist wirklich ein schnelles Pferd. Wir fliegen wie der Wind. Au, jetzt hat er sich den Kopf gestoßen. Ja, das Gefängnis, das sollte ja angeblich da irgendwo sein. Geradeaus. Es sind jetzt schon zwei Leute im Gefängnis. Ich frag mich jetzt, wo man dann da zum Gefängnis kommt. Da hinten. Es ist sicher irgendwo unterhalb. Schauen wir mal. Hat irgendwas vom Turm gesagt, oder? Eigentlich. Okay, da kommt's. Komme ich mal nicht durch. Da geht es ja sicher auch nirgendwo raus, oder? Ah, doch. Gemüse! Frisches Gemüse! Hey, wer ist da? Sorry. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank? Der hat sich das gemerkt. Du hast keine Chance gegen mich. Alle du. Du da! Halt! Hey, du! Rühr dich nicht von der Stelle! Hey,
Du! Halt! Ja, ja. Ergib dich! Aufhören! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet! Was war das denn? Hey, ich geb ja auf, Mann! Ich habe Meldungen gehört, dass du Schlägereien provozierst. Das ist hier nicht erwünscht, Junge. Ja. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Schon wieder. 400 diesmal. Mann, probier nur das. Du machst ein... Das wird... Funktioniert natürlich nicht. Du hast dich vor dem... Jetzt hat mir das ganze Scheiße schon 680 Groschen gekostet. Nur der scheiß Wein. Das ist so unglaublich nervig. So. Und hier irgendwo ist der Gefangene, oder was? Das nervt ja auch brutal, dass das einem irgendwie nichts anzeigt. Kann man da irgendwie rauf? Nö. Ich habe jetzt den Schlüssel, haha. Aber das soll ich ja nicht sein. Ich mach die Tür wieder zu. Ich hab keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme, aber wir werden den Weg schon finden. Und ich finde das irgendwie... das nervt schon. Man stelle sich mal vor... Okay, da würde man wahrscheinlich nicht so viel zahlen, wenn man das jetzt früher macht. Wenn man nicht so viel Geld hat, wie ich gerade. Aber es ist ja... Ist doch ein Witz, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass das da irgendwie falsch angezeigt wird. Das Gefängnis. Gehen wir doch lieber hier hoch. So. Schauen wir mal. Na. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ist das dein Ernst? Es ist mein Ernst, jawohl. Cool, das sind die Ketten vom Tor. Geil. Lustig wäre es, wenn ich es zumachen könnte, dadurch ein volles Chaos produziere. Okay, so komme ich da mal nicht hin. Vielleicht so. Ah, da ist ein Alchemietisch. Auch gut zu wissen, weil ich mir mal einen Trank brauen möchte. Aber wo ist das blöde Gefängnis? Schloss knacken. Vielleicht da oben dann irgendwie nach unten wieder oder so. Das sind ja beim Vogt. Okay, jetzt noch einen Stock höher. Ach Mann. Oh, jetzt schauen wir uns das nochmal genauer an, weil das kann ja nicht sein. Ich soll Jeschek da hinten verhören. Da ist aber kein Jeschek. Und wo gibt es da den Zugang? Jetzt habe ich den Marker genau dorthin gesetzt, wo das sein soll. Also, es soll genau... Hier sein.
Hey, Jacek! Ach, Mann. Geht's auch nicht nach unten? Tja, Leute. Wie? Ich habe nur eine Frage. Wie? Geht's nirgendwo nach unten? Ist da irgendwo ein Geheimgang oder so irgendwas? Geht's ja auch nur nach oben. Da auf den Wehr. Ich habe echt keine Ahnung, was ich tun soll. Wahrscheinlich ist das ganz logisch und einfach, wenn man weiß, was man machen muss. Jetzt lese ich einmal noch durch. Was steht da? Okay. Hat mich mit Jeseks Verhör betraut. Ja, das weiß ich doch schon. Aber wo ist der? Warum steht das nicht? Nirgends. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Willkommen, Heinrich. So, vielleicht. Wenn das ja nicht innen bei der Burg ist, dann vielleicht außen. Ein Zugang dazu. Aber außen ist da ja überhaupt gar nichts. Also das kann es auch schon mal nicht sein. Ich war ja noch nie im Gefängnis hier in der Stadt. Vielleicht ist der Zugang auch irgendwo durch dieses Haus hier. Nachdem ich noch nie im Gefängnis war. Darf ich überall nicht sein? Alle Türen auf. Aber das sind alles Privathäuser. Okay. Ja. Jetzt sollte ich mal die Symbole anschauen. Waffenschmiede, Schneider. Questgeber. Wo ist denn das Gefängnis? Ah. Ich bin schon ganz schön blöd. Das ist ja nur ein Stallgebäude da. Es hat geheißen in einem Turm, oder? Eigentlich. Da ist aber kein Turm. Habe ich das falsch verstanden? So, Leute. Schön, dass du da bist. Ach, Mann. Na? Besuch halt. Weshalb? Befehl seiner Lordschaft. Wie du willst. Verzeih, dass ich dich aufgehalten habe. Du kannst weiter. Tja. Wo ist das jetzt? Zeigt nach, die guten Leute. Geht es da irgendwie durch die Apotheke? Wie geht es dir, Heinrich? Ja, ganz gut. Hey,
Sorry. Nee, pass auf. Sorry. Ja, danke. So, jetzt bin ich da eigentlich alles abgelaufen. Ich habe nichts gefunden. Und ich habe keine Ahnung, wo ich da hin soll, ihn zu verhören. Keine Ahnung, wo das Gefängnis ist. Vielleicht sollte ich irgendwen verprügeln, um ins Gefängnis zu kommen, damit ich weiß, wo das ist. Wir finden da nicht. Ah, da unten ist mein Pferd. Gott sei mit dir, Alter. Das war sicher Herr Hans, oder? Und jetzt schauen wir da nochmal in den Turm. Aber da haben wir ja schon mal reingeschaut und in dem Turm war ja kein Gefängnis, sondern da war eigentlich nur die Wache. Aber vielleicht geht es ja nach unten ins Gefängnis. Da geht es auch nicht zum Gefängnis. Weil da wollte mich ja die Wache gar nicht, die wollte mich da gar nicht reinlassen. Ich schau nochmal darüber. Einfach nur, weil es geht. Cool. Ja, dann schauen wir wieder zurück. Geil. Ja, sowas sollen wir mal angreifen. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand, wäre das. So eine Burg einzunehmen. Aha, da liegt was rum. Eine helle Bade. Darf ich sogar aufnehmen? Naja, wissen wir ja, was hier ist. Da sind die ganzen Wachen untergebracht. Ich hab mir gedacht, ich habe die Hellebarde vielleicht in der Hand. Habe ich sogar schon. Kann ich nur aufheben oder fallen lassen? Dann lasse ich sie lieber fallen. Ach, ihr nervt mich wirklich, Leute. Himmel! Warum gibt es da überhaupt keinen Hinweis, wo ich da jetzt hin muss? Und wo da ein Eingang zu einem Gefängnis sein soll? Ich 100-mal vorbeigelaufen. Ja, ich werde es jetzt einfach im Internet nachschauen. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Mann, die Folge, die war ja voll für den Arsch, eigentlich. Nichts ist passiert. Wir haben uns Ratai nur noch etwas genauer angesehen. Ich laufe immer im Kreis. Geht's vielleicht durch euer... Was zur Hölle? Ist da jemand? Ja, ich bin da. Nee. Da geht's auch nicht. Aber das ist cool, oder? Die haben eine Hintertür hier im Geschäft und da waschen sie die Kleidung und so. Was? Ja. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich suche was Bestimmtes. Ich suche... das Verlies, wofür ich mir den Schlüssel geholt habe. Dann gehen wir mal beim Schreiber rein. Das ist eigentlich der einzige Ort, wo ich noch nicht nachgeschaut habe. Und genau da geht's runter. Leute, es tut mir leid. Die einzige Tür, wo ich nicht reingesehen habe, führt natürlich genau dorthin, wo ich hin muss. Wir brauchen noch 5 Dutzend und das 2-mal. 3-mal wäre sogar noch besser. So. Endlich! Ich warte schon ewig. Weshalb willst du gerade mit mir sprechen? Du hast mich hergebracht. Betrachte es als Ehre. Mhm. Also ein paar Fragen hätte ich schon.
Na bitte, da hast du es. Mir kam aber auch der Gedanke, dass ich etwas für meine Mithilfe bekommen könnte. Immerhin bin ich derjenige, den der Markgraf zu Unrecht zur Geißel des Landes erklärte und aus Mähren verbannte. Sie schleiften sogar meine schöne Burg. Die Not zu überleben zwang mich, all diese Dinge zu tun. Also Verständnis kriegt er jetzt nicht unbedingt. Willst du etwa die Autorität des Markgrafen in Frage stellen? Ich war der Krone gegenüber stets loyal. Was hätte ich tun sollen, als der Markgraf mein Lehen stahl? Deshalb sind wir nicht hier. Dein Streit mit dem Markgrafen kümmert mich nicht. Nur deine Verbrechen gegen die Krone, der gegenüber du doch so loyal bist. Gut, frag mich, was du willst. Ich werde mich nicht widersetzen. Ich will in erster Linie wissen, wer hinter all dem steckt. Für wen habt ihr diese Münzen hergestellt? Du denkst, alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen? Ich will dich nicht beleidigen, aber eine Person allein bringt das nicht fertig. Na gut, es fing damit an, dass ich pleite war. Wie immer. Also ließ ich mich von diesen Pressern in Sasau anheuern. Anheuern? Wozu? Ich habe nicht allzu viele Fragen gestellt. In diesem Geschäft ist das keine gute Idee. Aber als sie erfuhren, dass ich kein Niemand war, übertrugen sie mir die Leitung fürs Fälschen. Ein Fremder namens Eric gab mir Anweisungen, aber er ist keinesfalls der Kopf der Bande. Und ein Hochrangiger im Kloster ist ebenfalls in die Sache verwickelt, aber keine Ahnung wer. Dieser Eric, du meinst, er hat nicht das Sagen? Eric. Er spreizt sich wie ein Pfau, ist aber bloß ein blauäugiger Welpe. Außerdem redet er ständig von seinem Herrn, wenn auch nicht namentlich. Wo finde ich diesen Eric? Ihr müsst einen Treffpunkt gehabt haben. Er kam immer unangemeldet zur Werkstatt. Aber nach allem, was sich ereignet hat, bezweifle ich, dass er sich dort wieder blicken lässt. Okay. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Vor ein paar Monaten traf ich ein paar alte Freunde in Colleen. Sie sagten, sie wären unterwegs nach Sasau, da man dort harte Kerle anheuern würde. Und dass sie jeden nehmen. Alte Freunde? Wer denn? Ach, bloß ein paar Briganten. Wir überfielen früher in Mähren gemeinsam die Boten des Markgrafen. Nette Freunde hast du da. Ich hatte Streit mit dem Markgrafen. Ein Mann wie ich lernt so alle möglichen Leute kennen. Und was dann? Rapota und ich haben uns monatelang von Brotrinde ernährt. Also schlug ich das Angebot auf Arbeit nicht aus. Ob ehrlich oder nicht. Wir ritten nach Sasau und trafen uns mit den Pressern. Sie erkannten schnell, dass ich kein Bauer, sondern ein Adliger in Nöten war. Komm langsam zum Punkt. Nun, sie stellten mich diesem Eric vor und sagten mir nur das Nötigste. Sie errichteten die Werkstatt und beschafften die Männer, Rohstoffe, alles. Okay. Presser? Willst du damit sagen, dieser Eric heuert in Sasau bewaffnete Männer an? Nun, scheint so. Ich gab den Pressern dafür etwas von den Münzen ab. Den gefälschten natürlich. Wo finde ich diese Presser? Schwierig. Meine Freunde führten mich zu ihnen. Wir trafen uns mit ihnen in den Wäldern bei Sasau. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Du sagtest, du hast ihnen Geld gegeben. Wo? Sie ritten zu mir zum Minenschacht. Aber ich schätze, dort wirst du sie nicht mehr finden. Wenn du meinst... Dieser hochrangige Kerl im Kloster, was kannst du mir über ihn sagen? Ich weiß nicht, wer er ist. Nur, dass er ein hohes Tier sein muss. Immerhin kümmert er sich um den Austausch der Fälschungen in Passau. Verstehe. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Nein, er hätte mich mit Werkstoffen beliefern sollen, aber das tat er nicht. Eric meinte, er hätte kalte Füße bekommen. Okay. Das sollte fürs Erste reichen. Legst du bei Herrn Ratzig ein gutes Wort für mich ein? Ich würde ihm die Treue schwören. Ich will kein Abtrünniger mehr sein. Boah. Ich versuch's, kann dir aber nichts versprechen. Eigentlich will ich da raus. Naja, eigentlich ist auf Geldfälschen, da steht doch die Todesstrafe, oder? Ja. Ah, nervt das. Weiß doch, dass ich raus will.
So. Also, da steht eigentlich die Todesstrafe drauf. Geld fälschen, das ist ja ganz was Schlimmes. Das kann ja die ganze Ökonomie zerstören. Was glaubst du, was du da tust? Als werde ich die Wachen rufen. Aber ja. Reden wir mal mit Herrn Ratzig und schauen, was er dazu sagt. Und dann beende ich die Folge, die ja auch schon wieder sehr lang geworden ist. Sehr lang. Hält sich in Grenzen. Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring. Und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Mhm. Was wirst du also tun? Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Eric? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribyslawitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Eric nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Herr. Hör dich in den Wirtshäusern um oder beim Rathaus. Irgendjemand muss etwas davon gehört haben. Solche Unternehmungen bleiben nicht völlig im Dunkeln. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Mhm. Herr, da wäre noch eine Sache. Herr Jeschek kam freiwillig mit, da ich ihm ein Entgegenkommen deinerseits versprochen habe. Junge, Junge, du machst Versprechungen in meinem Namen? Das könnte böse für uns beide enden. Aber wenn sich dadurch ein Blutbad vermeiden lässt, warum zum Teufel nicht? Vielleicht werden wir uns hier einig. Aber ich kann nicht versprechen, was aus ihm werden wird. Du gehst jetzt besser. Wie du befiehlst, Herr. Wie du befiehlst, Herr. Ja, wunderbar. Ich denke, das ist ein guter Moment, um die Folge jetzt zu beenden. Also wir haben einen neuen Auftrag bekommen, wir müssen wieder zurück nach Sasau. Und ja, ich glaube, das Erste, was ich in der neuen Folge machen werde, ist ein Bad nehmen. Oder ich beginne die neue Folge direkt gleich in Sasau, weil ja, der Weg dorthin, der ist ja vermutlich nicht so interessant. Ja, ich glaube, ich mache das so. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Sasau. Bis dahin. Servus.